So, wo bin ich gestern stehen geblieben? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, wir hatten eine Verabredung mit Merlin. Genau. Ich weiß schon wieder, ich weiß schon wieder. Ich weiß es schon wieder. Ah, ist dieses Aquarium nicht wunderschön, Leute? Boah, wie viel Erde haben wir? Was war das gerade? Ach du Scheiße. Eine Menge Erde. Das verkaufen wir alles. Ich wollte diese bescheuerte Geschichte einfach nur mal erzählen, vor allem wegen der komischen Strafe mit einem Mäppchen Federmappe in der Hand. Das habe ich auch noch nie gehört, Lumo. Also komische Methoden, die der Lehrer bei dir benutzt. Da-da-da-da. Was? Ach so, hätte ich verkackt, wäre es aber auch deine Schuld gewesen. Kondom ist schuld. Also ich weiß noch, früher mussten wir oft einem Lineal knien. Was? What? Was heißt früher, Robson? Vor 80 Jahren? Das klingt schon sehr altmodisch, würde ich sagen. Früher gab es das Lineal auf die Finger, genau. Oder einfach eine Ohrfeige. Boah, das ist heftig. Also früher war es schon ziemlich heftig. So, schaut man da wieder nach. Aber früher war ja alles besser. Wie war das? Wenn ich wieder alles auf Sortieren drücke, dann kommt die Erde auch weg. Na, das machen wir jetzt nicht. Kurz AFK, bin nebenbei noch am Kochen. Alles klar, Robson. Bis gleich. Und dann Mahlzeit, Mahlzeit. So. Warte auf Merlins Antwort. Genau, wir haben ja einen Brief bekommen. Von Merlin. Okay, jetzt bin ich gespannt. Handwerker, das ist das erste Mal, dass ich eine Verabredung hatte, weißt du? Sie war nicht sehr überzeugend. Ich dachte, es gäbe irgendwelche Offenbarungen oder eine Erleuchtung, aber ich schätze, da habe ich falsch gedacht. Diese Märchenbücher sind wirklich irreführend. Experiment fehlgeschlagen. Was soll's? Hier, nimm die Kamera. Sie gehört dir. Danke für deine Kooperation. Merlin, ach du Scheiße, ich glaube, wir haben verkackt. Wobei eigentlich haben wir es nicht verkackt, weil wir haben die Kamera und das wollten wir ja eigentlich. Aber sie war, glaube ich, nicht so zufrieden. Wir haben noch so ein Teil, das benutzen die Lehrer manchmal, um zu zeigen, wie es früher war. Ja gut, das ist ja auch ein bisschen Geschichte, ne? Geschichte und
Kultur. So, lieber Handwerker, gestern, ja, Inspektion, genau. Oh, wir haben wieder eine Fossilnachbildung bekommen. Schon wieder. Zweite Klasse, Samstag, Schulgarten, umgraben. So sah das aus, ihr Mädchen. Das stimmt. Das war früher ein bisschen härter. Aber gut, das sind halt veraltete Methoden. Ne? Wobei ein bisschen Härte an manchen Schulen wäre auch nicht schlecht, weil da ist es einfach zu lasch, ist es natürlich auch nicht. Ist natürlich auch nicht gut. Wenn man keinen Respekt vorm Lehrer hat und sowas. Und man den Lehrer einfach beschimpfen kann, ohne irgendwie jetzt eine Strafe zu bekommen oder so. Das ist halt natürlich auch nicht gut. Aber das ist halt nicht auf jeder Schule so. Ist ja, ist halt auch von Schule zu Schule verschieden. So, wir wollen Erde verkaufen. Nein. Aber sie will keine Erde. Okay, das ist blöd. Wow, wow. The Scraps. Sehr gut. Wieder ein bisschen Kohle. Stimmt, in Knastschulen geht das anders. In Knastschulen. So, stimmt, wir können die Kamera auch gleich mal abgeben. Hier, mei. Wow, das ist eine echte Kamera. Muss schwer gewesen sein, eine herzustellen. Mit dieser Kamera können wir unsere Zeitung ganz schön aufpolieren. Vielen Dank. Hier, nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Yahoo! Was? Ist das die nächste Geschichte, Lu? Meine Lehrerin meinte, ich hätte mein Mäppchen vergessen und ich sollte in einen anderen Raum, um es zu holen. Plötzlich schließt sie den Raum ab und mich mit ein. Aus dem Fenster geht nicht, da es im zweiten Stock war. Dann saß ich da und hoffte, dass jemand vorbeikommt und mir aufmacht. Nach ein paar Hilfeschreien kam dann der Rektor vorbei und machte mir auf. Ja, was habt ihr jetzt? Warum sperrt sie zu? Was zur Hölle? Was passiert auf deiner Schule? Ah, das hätte ich auch gleich verkaufen können. Die Fossilnachbildung. Ei. So. Wie schaut's aus mit einem Lama? Haben wir einen Lama? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Zähmen. Okay. Oh, jetzt. Oh, shit. Wie ging das nochmal? Was muss ich machen? Oh. Was? Miss? Warum Miss? Das ist ein bisschen verzögert. Ich will eigentlich die ganze Zeit perfekt machen, aber...
Ich hab verkackt. Na, oh! Was? Ich hab ein Lama! Ist das Asthma oder Leidenschaft? Ich hab ein Lama! Wuhu! Das ist ja geil! Oh yeah! Ist es jetzt für immer meins? Haha! Ich war demnächst von der Arbeit aus in einer Behindertenwerkstatt, mit der wir zusammenarbeiten. Da war ein 13-Jähriger, der die ganze Zeit frech zu den Lehrern war und zur Strafe eine Woche bei den Behinderten arbeiten musste. Okay. Wie? Ich verstehe das jetzt nicht. Auf meiner Schule passiert so einiges. Ich hatte schon mal eine Gehirnerschütterung, weil ich aus der Toilette kam und ein Ball direkt ins Gesicht geflogen ist. Au weh. Na, sehr was. Somit ist plötzlich Geschichte. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Warte mal. Buntes Lama. Ist das jetzt? Ja? Das ist ja geil. Das ist geil. Oh, aber es ist nicht so gut wie Plötze. Hier Geschwindigkeit 12. Aber wir trainieren es mal. Wir trainieren es einfach mal. Das ist geil. Na, wir bleiben noch mit Plötze. Ja. Er ist einfach schneller und voll austrainiert. Aber das Lama können wir dabei trainieren. Und vielleicht verkaufen wir es dann. Vielleicht können wir das für gutes Geld verkaufen. Ah, der kam aus der normalen Schule, hatte keine Behinderung, aber muss, weil er immer frech war, dahin zur Strafe eine Woche. Ja, gut. Ja, warum nicht? Warum nicht? Find ich jetzt nicht so tragisch, Kondom, ich sage dir ganz ehrlich. Also als Strafe würde ich das gar nicht sehen. Es ist, glaube ich, eher zur... eine Lebenserfahrung eventuell. Weißt du, was ich meine? Dass er vielleicht erwachsener wird. Ich meine, vielleicht hilft es vielleicht auch nicht, ja. Aber, ja, Strafe. Aber vielleicht wird er ja reifer mit der Erfahrung. Weißt du, was ich meine? Also, so würde ich es aufnehmen, ne? Ja, Strafe ist halt, ja. Aber geile Strafe und gleichzeitige Herabwürdigung von Behinderten seitens der Lehrer. Ja, ist ein blödes Wort. Das ist ein blödes Wort, Strafe. Aber ja, ich meine, für ihn wird es eine Strafe sein, weißt? Warum soll er jetzt so, er wird sich wahrscheinlich denken, warum muss ich jetzt eine Woche dorthin und arbeiten und weißt? Aber vielleicht hilft es ihm ja, reifer zu werden. Wer weiß. Seit Mittwoch braucht Junior erst später 3 Kronen, Domi. Er fiel Mittwoch auf die Rutsche in der Schulpause. Au weh. Oje, der Arme. Der Arme. Mein Lieblingslehrer von eben hatte ich in Technik und ich werde ihn in 2 Wochen wieder haben. Sehr schön.
Das sind ja gute Neuigkeiten, Lumo. Steve wollte auch ein Tier sein. Nenn das Lama das Steve. Das mache ich. Gute Idee, Konomi. Gute Idee. oder nur Steve. Machen wir Steve. Mein E spinnt ein bisschen. Der schreibt manchmal zwei. Das ist mir schon die Le- Ja, schau. Der schreibt auf einmal zwei. Mein E spinnt auf der Tastatur. Da macht man mal zwei E's. Steve! Was ist da so lustig? Ich mag das. Ja, finde ich auch. Du hast auch eine coole Frisur hier. Schau. Schein an den fashion Burschen. Der Steve. Fisch. Fisch. Oh, es waren nicht die Milchzähne. Das auch noch. Au weh. Au weh, au weh, au weh. Au. Gute Besserung an den Kleinen. Steve. An den Junior. Dann ist vielleicht das coole Lama besser wie ein Pferd. Ich glaube, du hast einfach zu viel gesoffen, was? Na, das mit dem E? Na, das ist wirklich so. Ohne Spaß, irgendwas hat mein E. Ich weiß nicht was, aber... Gut, ist ja wurscht. Ich hoffe, das Lama mag auch Weizen. So, wir werden noch ein bisschen Holz farmen. Ja, wegen dem Weh. Na, alles okay. Also, mein Zustand ist voll, nicht immer okay. Na? Also, ich bin ja von Haus aus schon ein bisschen Meschugge, aber das wisst ihr eh. aber mein E, das spinnt schon ein bisschen. Das ist... Bacardi Cola, Servus, hallo Jägerschlüssel und Panadenchat, alles klar bei euch? Ja, immer doch. Wie geht's dir? Wie war der Film gestern? So super wie beim ersten Mal? Ey, Henry, servus! Sonst kriegt es Holz. Das Lama kriegt Holz zu fressen. Na, Weizen sollte passen, hoffe ich. Hoffe ich. Ich wurde letzte Woche wieder von meiner Lehrerin eingesperrt, weil sie mich nicht gesehen hat, obwohl ich im Raum stand. Was geht bei dir ab, Lumo? Der Lumo wird ständig eingesperrt. Also irgendwie ziehst du das magisch an anscheinend. Wird ständig eingesperrt. Oh, Window ist auch da. Servus, guten Abend, Leute. Guten Abend. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Oh, Window, ich habe gerade ein Lama gezähmt. Hier, Steve. Ist einfach zu geil. Ein Lama namens Steve. Das ist perfekt, der Name. Es passt einfach. Es passt einfach so gut. Tobi, ich habe gestern ein Spiel wieder gespielt, nach langer Zeit. Ein Spiel. Was könnte das sein?
Du hast ein Spiel gespielt. Ist vielleicht eine Vorbereitung aufs Knastleben. Ich hoffe es nicht für Lumo, also das ist nicht schön. So, der Tag ist wieder vorüber. Das ist ihm wenigstens würdig. Ja, das stimmt. Das stimmt. Bin beim Film eingeschlafen, aber wieder bei Bewusstsein. Und mir geht es gut. Sehr schön. Wieder bei Bewusstsein. Das freut mich, Bacardi Cola. Ich habe andere mal gefragt, ob denen auch öfter sowas passiert. Irgendwie keinem. Ja, ich kenne auch keinem, der sowas passiert, Lumo. Außer dir. Golf with your friends. Darüber habe ich gestern auch schon gesprochen. Ja, direkt neben dem Bett. Super. Ist ja wurscht. An das muss ich gestern auch wieder denken. Das müssen wir auch demnächst mal wieder spielen. Wäre ich stark dafür. Golf with your friends. Stimmt, die Golf-Weltmeisterschaft im Schnitzel-Imperium 2019 steht noch aus. Das ist korrekt, ja. Vor dem Bett zusammengeklappt. Ich habe vergessen, E zu drücken. Und Ben und Ed. Ja, Ben und Ed müssen wir auch wieder spielen. Das ist korrekt. Da 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 da. Marbles on Stream wäre eventuell auch was. Was habe ich hier? Errungenschaft freigeschaltet. Schaufeloffizier. Weil ich die Kacke aufgehoben habe. Der Schaufeloffizier. Also Marbles on Stream habe ich probiert, aber es funktioniert bei mir nicht so wirklich. Das hängt bei mir am PC. Ich weiß absolut nicht, warum. Das hat mich so gewurmt. Ich habe meine ganzen Treiber deinstalliert und neu installiert und aktualisiert und alles Mögliche. Aber dieses Spiel will einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Ich kann es dir nicht sagen. Sonst gäbe es das wahrscheinlich eh schon, Lord Pion. Sonst hätte man das sicher schon ein paar Mal gespielt. Mir ist das auch passiert, dann habe ich die Tafel voll gekritzelt und wurde dann rausgeholt. Ja, du hast dich selbst beschäftigt in der Zeit, würde ich sagen, Henry. Keine Zeit verloren. Bisschen was Kreatives. War mich nervt, dass ich schon wieder Schnupfen, Husten und Schädelweh ab. Ei. Au, ey. Gute Besserung, Michi. Alle krank hier. Alle krank und WWs und was weiß ich. Diese Zeit. Ich bin auch Profi im Bug finden. Andere spielen normal und ich finde ständig einen Bug. Du hast halt gewisse Talente, Lumo. Das ist doch gut. Nutze sie. Nutze diese Talente. So, was fehlt uns denn so? Eigentlich nichts. Wir haben alles. Das ist echt erstaunlich. Dass ich eigentlich fast alles habe. Das ist fast unmöglich eigentlich. Ich verstehe es nicht. Um so viel Zeug jetzt. Und nochmal 50 Holzkohle. Haben wir Holz? Ja, Holz haben wir auch.
Da können wir wieder auftanken. Schubs. So, zwei Vogelnester. Zack. Sogar eine Datendisk. So, das Fossil verkaufen wir. Den Steve trainieren wir gleich wieder. So. Sollte es mal Witcher zu Ende spielen nach circa 2 Jahren? Da fehlt ja nur noch das letzte DLC. Also, aber wenn, dann würde ich von vorne anfangen. Schade, aber gibt ja noch eine Menge anderer Stream-Games. Ja, ja. King of the Pit haben wir ja. Also das ist so unser Ding eigentlich. Das finde ich ja auch ganz witzig. Übernächste Woche ist schon Dreamhack. Oh. Viel Spaß dort, Michi. Viel Spaß. Sieht irgendwie beängstigend aus, wenn du mit der Axt die Tiere liebkost. Sie wissen, bei mir gibt es Grenzen. Da ist schnell mal ein Schnitzel gemacht. So. Ich würde sagen, wir kümmern uns mal um die grüne Mauer. Aber zuerst schauen wir noch, ob es hier Aufträge gibt. Boss schon tot? Ja, der liegt schon, Henry. Den haben wir gestern schon bearbeitet. Kräuterzaun. Kleine Schultertasche. 852. Ja, dann nehmen wir die. Bekommen wir mehr Golds. Ich warte noch immer auf Marienkäfer-Schnitzel. Ich weiß nicht, ob du das haben wollen würdest. Ich weiß nicht. Steve streicheln. Ah ja, den Steve können wir auch streicheln, ja. Warte. Streicheln wir mal in. Ups. Geht das überhaupt jetzt? Ich glaube, jetzt geht's nicht, oder? Woher? Ah, unpassende. Ja, gut. Ist gerade eine unpassende Situation für ihn. Dann stören wir den Steve nicht weiter beim Training. Oh, noch eine Geschichte. Meine Lehrerin hat mich mal mitten in der Stunde losgeschickt, um einen kleinen Jungen aus der Grundschule seine Jacke zu bringen. Aber sie wusste nicht, in welche Klasse er geht. Ich musste dann die halbe Schule ablaufen und bei den Klassen nachfragen. Ja gut, das sind kostenlose Pluspunkte, Lumo. Bei der Lehrerin. Würde ich sagen. Qualitätsleder braucht man dafür. Okay. Wir haben keine Pigmente. Oh oh. Machen wir Pigmente. Ich glaube, im Mixer bekommen wir die. Oder? Ja. Salpeter. Regenbogenblume. Oh oh. Wo bekomme ich die her? Verkacke ich den Auftrag? Hat die Regenbogenblume? Oh. Regenbogen. Ja, super. Oh oh. Das ist ja jetzt blöd. Dann nehme ich einmal selbstbewusst den Auftrag an. In dem Glauben, dass ich es machen kann. Und dann fehlen mir irgendwelche Blumen. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Regenbogenblume. Oh, shit.
Wie lange dauert das? Ein kleiner Silikonchip. In 8 Tagen! In 8 Tagen! Komm! Das wird sich nicht ausgehen. Ich glaube, das wird sich nicht ausgehen. Verkackt er den Auftrag? Wetten werden ab sofort angenommen. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir schnell einen kleinen Silikonchip nehmen. Wohin laufe ich überhaupt? Oh wei, oh wei, oh wei. Kaufen wir gleich mehrere. Wir haben da eh genug. Moment, was brauchst du dafür? Regenbogenblume. Einfach nur Regenbogenblume. Oder Pigmente. Kann ich Pigmente irgendwo kaufen? Window, weißt du das? Ich meine, wir schauen eh gleich wieder durch den ganzen... Durch die ganzen... Die Omi bei Emily's Farm. Ja, da schauen wir gleich vorbei. Aber wir kaufen sie einfach. Das ist nicht so tragisch. Wir haben eh genug. Ich schaue noch hier. Na, die haben sonst keine fertigen. Ich kaufe sie einfach. Was soll's? Ich meine, ist ja nichts verloren. Ja, die kannst du kaufen. Oh, Bekleidungsgeschäft. Okay, okay, okay. Danke dir, danke dir. Window. Boah, ich hätte jetzt selbst angepflanzt. Bekleidungsgeschäft. Hier? Ah, Pigmente. Oh, perfekt. Danke dir. Danke, Window. Er kennt sich einfach aus. Window kennt sich einfach aus. In diesem Spiel. Das wäre ärgerlich gewesen, hätte ich das... Ja. Rechnung kommt! Machen wir mal nur... Ja, mach mal 10 Stück, ist egal. So, das dauert jetzt sowieso. Rechnung kommt. So. Was brauchen die hier? Pappel und einen isolierten Pflanzkasten. Was brauchen wir hierfür? Großer Pflanz. Ja, super. Von da komme ich. Also nochmal zurück. Ich hoffe, die haben noch offen. Ich hoffe, die Kirche sperrt nicht früh zu. So. Nichts da, Frühling. Winter, ewiger Winter. Was? 5 Tage noch Frühling, brauchen 8 Tage. Wirklich? Haben wir nur noch 5? Oh, stimmt. Ja, wir hätten sie verkackt. Oh, dann ist... Ich meine, ich hätte vielleicht noch in den anderen Shops geschaut, aber Window hat mir einen Tag, glaube ich, erspart, weil das wäre sich, glaube ich, nicht ausgegangen, dass ich da überall nachschaue. Ich danke dir. Guck mal, gleich 8 Stück, kein Problem. Ausverkauft. In real life vielleicht. Da haben wir ja extra für die Dinger
Oh, schau, ich kann sogar 10 machen, obwohl ich nur 8 von denen habe. Das ist cool. Da zahlen sich die Skillpunkte wirklich aus. Also 0,8. Ich weiß gar nicht, wie viele ich machen muss von denen. Oder wie viel stand da? 6 Stück, okay. Kannst du mal schauen, was Steve wert ist, wenn du Zeit hast? Kann ich machen. Schau mal gleich. Das interessiert mich auch. Was ist Steve wert? Steve, ich dachte, du wärst Gold wert. Was ist da los? Was ist da los, Steve? 565 Gold. Da ist ein Fisch teurer. Der Steve bringt mir nichts ein. Schade. Naja, vielleicht, wenn er besser trainiert ist. Gestern 5 Grad, heute hat es schon wieder geschneit. Oh. Bei uns? Also ich war heute nicht draußen, aber bei uns ist, glaube ich, ganz okay. Jetzt lohnt sich's nimmer. Kannst nur noch insgesamt 9 machen. Das mit der Kommazahl ist also doch komisch. Na, das ist für Massenproduktionen. Konomi. Aber ich brauche nicht mehr als 6, deswegen. Wär unnötig gewesen, wenn ich die. Warte mal, kann ich die aufstellen? Ja, die kann ich gar nicht aufstellen. Das ist wahrscheinlich so ein Missionsgegenstand. Hau deinen Sauerbraten, den du da durch die Gegend jagst, was? Warum soll ich ihn hauen? Achso, in die Pfanne. Na, das ist Blödsinn. Pappelholz. Wo ist Pappelholz? Haben wir gar keins? Hier ist Pappelholz, okay. Oh, da brauchen wir welche. Ist doch. Hallo? Ach so, Pappel braucht. Okay. Wie kriege ich Pappel? Das ist Pappelholz. Schauen wir mal hier. Nichts. Schauen wir mal hier. Hä? Verstehe ich gerade nicht. Meine Lehrerin früher meint, wir müssten leise die Treppe hochgehen. Wenn es mal nicht leise war, flüstern. Dann blieb sie auf der Treppe stehen und schrie, leise sein oder hielt laut erstmal eine 5-Minuten-Rede. Ja. Wenn es ihr Spaß macht. Diddle-dee-dee.
Aber jetzt schauen wir mal rüber. Die hast du doch bekommen, die Pappeln. Ah ja, stimmt. War das diese Frucht? Das kann sein. Ja, stimmt. Die sollte ich eventuell haben. Nein, nicht die Frucht. Mama, irgendwas war. Irgendwas war da, stimmt. Ich weiß nicht mehr, wo ich die habe. Die müsste unter Nahrung sein. Oder im Grünzeug-Ding? Na. Ne, Grünzeug ist auch nichts. Wir schauen einfach. Wir reiten einfach mal dorthin. Wir werden sie sehen. Ich werde ein paar Bäume fällen und... Ja. Am nervigsten ist es, wenn man in den zweiten Stock muss und sie jede halbe Etage stehen bleibt. Ja, aber Kinder können schon laut sein. Also, auch wenn Kinder glauben, sie sind leise, können sie schon recht laut sein. Also, wir haben das auch oft zu spüren bekommen. Pappelholz. Machen wir mal vielleicht hier die. Das glaube ich nicht. Aber wir schauen einfach mal. Das war die Kaktusfrucht. Pappelholz. Vielleicht müssen wir. Oder ich muss es bei der Werkbank bauen. Das kann vielleicht auch sein. Muss ich gleich schauen. Aber ist ja kein Problem. Wir werden das gleich herausfinden, Leute. Kein Problem. Ich werde jetzt nur noch ein bisschen farmen hier. Und dann werden wir es gleich herausfinden. Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Also. Ja, das mit der zweiten Seite. Ich habe eh geschaut, Konomi. Ich muss heute bis 4.30 Uhr wach bleiben. Dann steht der Gewinner des Super Bowl fest. Ah, ist heute Super Bowl oder was? Dann hast du dir ja einiges vorgenommen, Bacardi Cola. 4.30 Uhr, da, ja. Das ist noch ein bisschen hin, bis dahin. Holz einer Pappel. Eventuell musst du eine Pappel pflanzen, also der ganze Baum. Ich habe keine Ahnung. Ich werde das gleich... Oh mal, vielleicht... Hier ist nichts. Ich schaue einfach mal in die Mission. Warte mal. Montiere die Sandblockade und stelle sie in der... Ja. Jetzt fällt mir gerade was ein. Ich glaube... Im Garten, im Gemüse, habe ich im Gemüse das? Es ist schon wieder so lang her, dass ich die Quest bekommen habe. Aber ich glaube, er hat mir noch irgendwas gegeben. Hier! Ich... Es ist einfach zu lange her gewesen. Aber mir ist es wieder eingefallen.
Oho. Die Erleuchtung. Okay, jetzt glaube ich auch, dass er den Auftrag verkackt. Dieser Robson. Er hat kein Vertrauen. Sie hat mehrmals den ganzen Gang blockiert und die anderen Klassen konnten wegen ihrer Rede nicht hochlaufen. Skandalös. Da. So, das war die letzte. Ich denke, das werden wir dann am nächsten Tag dann abgeben. Oh, Qualitätsleder haben wir auch. Das heißt, wir können hier die Schultertasche bauen. Das heißt, die können wir auch gleich dann abgeben. Läuft ja wie geschmiert jetzt. Gut, die sind dann halt für den nächsten Frühling. Na, 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 na. Gut. Da ich ja jetzt auch drei große Pflanzkästen habe, kann ich die eigentlich auch gleich gleich einbauen in meinen Garten. Wie schaut's aus mit Steve? Oh, ist noch ein bisschen. Ich glaube, das ist nicht sein Geschmack, was das Essen angeht. Was essen die denn? Essen die Pflanzenfasern? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Steve, was siehst du? Was magst du gerne? Ich weiß es nicht. Oh, die haben Hunger. Oh, oh. Oh, oh, nicht, dass einer krepiert jetzt. Oh, oh, nicht, dass einer krepiert jetzt. Warte. Uff. Ist egal, ob ich umkipp. Hauptsache, die sind nicht hungrig. Ging sich noch perfekt aus. Steve mag Schnitzel. Geben wir dem Lama Schnitzel.